Teinacher Mineralwasser, einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher, vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeck den Süden Fernsehen. Heute sind wir zu Gast im Ringhotel und Schmeck den Süden Gasthof zum Kreuz in Steinheim. Seniorchef und Küchenmeister Hans Henner bereitet für Sie eine gefüllte Lammschulter an Kräuterjus mit Wirsingspätzle zu. Die Lammschulter besorgt sich Küchenmeister Henner von dem Schafhof Smietana. Der nur wenige Kilometer entfernte Hof der Familie Smietana hat sich auf die Haltung des regionalen Ostalblamms spezialisiert. Zurück in der Küche beginnen wir nun mit der Zubereitung des Gerichts. Als erstes verteilen Sie gleichmäßig die Kräuterpaste aus Rosmarin, Dill, Petersilie, Zitronenthymian, etwas Knoblauch und Olivenöl auf die aufgeschnittene Lammschulter. Rollen Sie nun die Lammschulter ein und binden Sie diese mit einem Wurstbändel zu. Jetzt mit Salz und Pfeffer würzen und dann in einer Pfanne gut von allen Seiten anbraten. Als nächstes bereiten Sie die Bratensoße zu. Geben Sie hierfür in den Bratentopf mit der Lammschulter die Lammknochen und Parühren und braten Sie alles gemeinsam an. Jetzt den Lammbraten kurzzeitig aus der Pfanne nehmen, Zwiebeln, Karotten und Sellerie beigeben und mit etwas Tomatenmark anschwitzen lassen. Löschen Sie nun das Ganze mit einem Württemberger Lemberger ab und streuen Sie zur Bindung ein klein wenig Mehl darüber. Verfeinern Sie mit Kümmel, einer Zitrone, Thymian, Dill, Lorbeerblättern und Wacholderbeeren und löschen Sie nochmals mit Rotwein ab. Abschließend füllen Sie die Soße mit einem Lammfond und lassen alles kurz aufkochen. Bilden Sie als nächstes eine Mulde im Bratentopf und legen Sie den Lammbraten wieder mit hinzu. Zu guter Letzt den Bratentopf mit Alufolie abdecken und bei 130 Grad für circa 3 Stunden im Backofen schmoren lassen. Während der Braten im Ofen ist, werden die Wirsingspätzle zubereitet. Geben Sie zunächst Zwiebeln und Knoblauch in eine heiße Pfanne und lassen Sie beides gemeinsam anschwitzen. Die abgekochten Karotten und den Wirsing jetzt zugeben und mit den bereits vorbereiteten Spätzle auffüllen. Noch mit Crème fraîche und Sahne glatt rühren und kurz aufköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und etwas gemahlener Muskatnuss können Sie die Wirsingspätzle noch selbst nach Belieben abschmecken. Nun richten Sie die Lammschulter und die Wirsingspätzle auf einem Teller schön an. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit wünscht Ihnen Küchenmeister Hans Henner aus dem Ringhotel und schmeckt den Süden Gasthof zum Kreuz in Steinheim. Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert. Saisonale Kulinarik, Genießerrezepte, Weinempfehlungen, Restaurant-Tipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnetgenießen.de.